Hallo und herzlich willkommen zurück zu Konarium. Ich bin Mr. Cutter 4, euer Let's Play in das Kaninchen und ich habe das ungute Gefühl, dass wir gerade ein bisschen, oder ich dachte, dass wir ein bisschen Uncharted spielen gerade, wenn wir hier in der Hub-Alkali-Wüste unterwegs sind. Ich habe auch keine Taschenlampe, ist das toll. Und das kennen wir ja, Nathan hat ja auch teilweise gar nichts, wenn er anfängt in einem Level. Das heißt, wir müssen jetzt hier erstmal gucken, dass wir an Waffen kommen. Ich finde, das sieht erstmal nach einer... Da! Axt! So, und weil sich ja jemand darüber so viel gefreut hat, dass ich meine Axt in der Hand halte, werde ich jetzt weiter meine Axt in der Hand halten. So. Und ich habe auch eine Taschenlampe. Taschenlampe! So. Axt, bitte. Und Licht. So. Da gab es ja ganz große Freude drüber, dass ich immer so oft meine Axt ins Bild gehalten habe. Nein. So böse bin ich. Ich wollte die Taschenlampe... Wir haben die Kisten, das heißt, jetzt sind wir unterwegs. Und das hier sieht alles sehr auch nach dem gleichen Baustil aus, wie von dem, was wir in der Antarktis finden, gefunden haben, hätten, wären, tun, sein. Ich habe keine Ahnung, was hier die richtige Zeitform ist. Weil für uns ist es ja schon passiert, aber das hier ist ja in der Vergangenheit. Der ist ja eigentlich die Zukunft der Vergangenheit, in der wir gerade waren. Kopfschmerzen. Was haben wir noch? Ordner mit Papier. Wir haben eine Karte, ein Fernglas, eine Zeichnung, die ich gerne sehen würde. Eine Laterne. Und da geht's. Ich komme da nicht ran. Warum komme ich da nicht ran? Schlag doch einfach die... Lass doch jetzt eine Axt. Schlag doch einfach die Hände ab. Na gut. Keine Hände abschlagen. Ist okay. Hier auch wieder solche Pflanzen sind, die von blauem Licht vertreibbar sind. Dass das alles noch hält. Also man muss schon sagen, Leute, ihr habt echt gute Arbeit geleistet, als ihr das hier alles gebaut habt. Großen Respekt. Ist toll, dass hier überall Wachen stehen. Doch. Wieso sind hier Pflanzen? Sind das die... Das sind diese Pflanzen. Das sind diese... Sind das diese Efeu-Pflanzen, die... Wieso brennt das Feuer hier? Die wir nicht angreifen durften, weil die sonst mit Gift angreifen? Hey, Buddies. Stellt sich die Frage, wieso die hier nicht überlebt haben, aber in der Antarktis, warum die da überlebt haben. Steht da drauf? The hallway seems like it was intentionally blocked with this ornate wall. And there are some primal writings inscribed on it. Hmm. As far as I can tell, the text talks about a guardian, a formless glistening and reflectively iridescent black protoplasm, able to mock and reflect all forms and organs. Erstmal scheinen wir Dr. Faust zu spielen und nicht mehr unseren Protagonisten, sondern jetzt spielen wir den Doktor selbst. Er kann genauso gut und schnell Sachen entziffern wie Nathan. Wir brauchen Nathan gar nicht. Wir können das auch ohne ihn. Und irgendwie klingt das nicht gerade einladend, wenn das alles nachahmen kann. Mach mal den Weg frei. Wir haben keinen Granatenwerfer oder keine Granaten. Nathan würde das sich einfach durchspringen. Aber wir sind. Weg. So, Tür aufmachen. Weg, weg. So. Alles wieder schön? Nein, da ist noch ein bisschen Krizzels. Hier ist noch Krizzels. Und da. So, war das alles? Ist jetzt weg? Weg. Weg. Gott, ist weg. Sehr schön. Ist ein bisschen Ordnung geschaffen. Und schon wieder Särge.
Warum wabert hier alles? Seht ihr das auch, dass das so ein Wabern hat? I wonder if these mummified bodies were the ones who originally built this place. So sahen die. Okay, erstens, so sahen die aus. Die haben etwas komische Zähne. Noch eine bisschen komische Nase für euch Menschen. Viel größer ist für mich gerade die Frage, warum sind einige nicht voll bandagiert oder nicht mehr voll bandagiert? Und warum sind hier leere Sarkophage, die ausgebrochen scheinen? Ah, ist das ein Land. Jetzt wundert er, ich werde schon wieder meine Axt zücken wollen. Kann ich das auch kaputt machen? Nein. Kann ich dich kaputt machen? Nö. I wonder if these mummified bodies were the ones who originally built this place. Kann ich das so kaputt machen? Die sieht doch genauso aus. Die hat doch auch dieses Symbol da. Die sieht doch genauso aus, als könnte ich die kaputt machen, oder? Aber scheinbar nicht. Das war übrigens einer der Gründe, weswegen ich die Axt so gerne in der Hand hatte. Damit ich sehe, ob ich eine Wand kaputt machen könnte. Stargate? Wird der Stargate in Wirklichkeit auch mit Leichen oder den Seelen Verstorbener betrieben? Mengi? Der ist aber groß. Das ist aber ein großer. Oh, große Echsenkreatur, Gott, Wesen, etwas. Erkläre mir, was das hier ist. Ah, warte. Nee. So, hä? Ist hier noch irgendwer, der nicht an ist? Nee. Ist hier noch irgendwas, was nicht an ist? Hier ist alles an, hier ist alles an, hier ist alles an. Also die gehen immer an, wenn sie in der Nähe von einem der anderen Glühteile sind. Ich muss ein Symbol bauen, garantiert. Ich weiß nicht welches. Zwei links. Rechts natürlich. Hier sind auch zwei rechts. Habe ich Notizen? Nö. Ah! Ich bin nicht so blöd? Jetzt mal ernsthaft. Übrigens, mit dem anderen Rätsel habe ich verstanden, woran man es erkennt. Bei dieser Platte. Denn... hallo Cthulhu-Statue. Dich nehme ich gerne mit.
die Statue eines Angehörigen einer vormenschlichen Rasse, genannt die Großen Alten. Die Kreatur wird in einer Pose dargestellt, die dem Betrachter vermitteln soll, wie mächtig sie war. Wenn ich sie berühre, bekomme ich das Gefühl der Fremdhaftigkeit. Sie ist definitiv nicht von dieser Welt. Yay, Trophäe! Und zwar waren auf der Rückseite solche Stifte. Und diese Stifte waren die Position der Felder, die man aktivieren musste. Also eines war halt entsprechend, wenn man es richtig rumdreht, ganz links. Eins war oben und eins war rechts und müsste vielleicht nochmal zurückgucken. Und ich habe die Vermutung, dass die Lösung für dieses Rätsel da auf dieser Platte ist, die ich abgezeichnet habe, aber die ich jetzt nicht nutzen darf. Weil ich aus mir nicht empfindlichen Gründen nicht auf mein Notizbuch gucken kann. Nein, da steht's nicht drauf. Dr. Faust? Ich bin der Dr. Faust. Kann ich den Kompass mitnehmen? Nee. Mann, wieso kann ich ja nichts nutzen? Also da hätte man drauf kommen können, wenn man aufmerksamer gewesen wäre. Ich war nur dezent in Panik die ganze Zeit. Aufgrund der Atmosphäre in diesem Haus, sodass ich das nicht gesehen habe. Genauso wie ich hier vermutlich die Lösung nicht sehe. Mann. Ich will nicht so schlecht sein. Es nervt mich selbst, dass ich so schlecht bin. Es tut mir leid. Ich will doch, dass ihr Spaß habt. Und nicht, dass ihr hier leidet, weil ich nicht vorankomme, weil ich so blind bin. I wonder if these mummified bodies were the ones who originally built this place. Doch keinerlei Hinweise irgendwie. So irgendwie so wenig Sinn das Ganze, finde ich. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe das Gefühl, dass das alles keinen Sinn ergibt. Was ich hier tue. Die müssen immer zusammenhängen. Es kann doch hier nicht Brute Force sein. Das ist doch. Es ist doch. Es war doch bei dem anderen auch. Es hatte einen Inhalt. Also ne. Ich kann aber nicht auf mein Tagebuch zugreifen. Ich kann nicht auf J zugreifen. Das letzte war doch auch im Endeffekt logisch, wenn man aufmerksamer gewesen wäre. Das ist ein Zeichen, was ich jetzt hätte sehen müssen, woran ich mich erinnern müsste, weil es ist bestimmt ganz, ganz oft aufgetaucht. Und es nervt mich, dass ich... Es nervt mich von mir selbst. Ich nerve mich dabei jetzt gerade. Ich nerve mich, dass ich das nicht weiß. Mach's kaputt! Mach das kaputt! Stirb, du Platte! Interessant. Das ist ja interessant. Ich kann das Licht übergeben.
Der leuchtet immer, aber die anderen leuchten auch, wenn sie nicht mehr in der Nähe von... Also, ne, die können hier entsprechend ihr Licht so weiterreichen. Ist das irgendwie... Kann man da jetzt irgendwie... was mitmachen? Leuchten die... Was? Okay, ich habe gerade mal geguckt, ob es irgendwie ein bestimmtes Geräusch gibt. Das ist irgendwie so wie von einem Safe. Wieso gehen die jetzt an? Wieso gehen die an? Ich verstehe nichts mehr. Meine ganze Theorie ist über den Haufen geworfen. Was? Ich habe keine Ahnung. Ich häng wieder fest. Grrrr. Was habe ich übersehen? Was habe ich übersehen? Katafi. Du bist doch nicht so doof eigentlich. Du bist doch ein schlaues Kaninchen eigentlich. Du bist doch sonst immer der Rätsel löst. Ich habe nicht mal einen Anhaltspunkt. Mann, nö. Ich kann nichts mehr benutzen. Nun ja. Davon wird es jetzt auch nicht besser, von meinem Rumlaufen und vor allen Dingen Rumjammern. Damit wird sich das Problem auch nicht auflösen. Deswegen würde ich sagen, wir beenden die Folge hier, bevor es noch peinlicher wird für mich. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Auch wenn ich nicht in diesem Rätsel... weiterkommen konnte bisher. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin beim nächsten Mal. Ich probiere dabei wieder ein bisschen rum, dass ihr nicht so lange warten müsst. Wenn ich jetzt, weil ich könnte ja garantiert eine ganze Folge lang rumwuseln und es würde nichts passieren. Garantiert. Das möchte ich euch ersparen. Deswegen vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Kaninchen. Tschüss. Tschü. Hat dir das Video gefallen und du willst mehr sehen? Werde ein Abonnentchen. Bist du schon eines? So lass doch eine Pfote nach oben da. Danke!